Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als Sozialpädagogin weiß ich ja, dass es immer gut ist, mit einem Lob zu beginnen, wenn man erreichen will, dass einem das Gegenüber zuhört. Und nehmen Sie es sozusagen als Coaching von links. Ich habe doch wirklich drei Dinge gefunden in Ihrem Sozialhaushalt, die zu erwähnen, die zu loben sind und die ich dazu etwas sagen möchte. Sie führen endlich ein Sinnesbehindertengeld ein, welches auch hörlose und taubblinde Menschen unterstützt. Sie stellen mehr Geld für die Kitas zur Verfügung, und sie beginnen mit einer besseren Umsetzung der Unterstützung der hessischen Hebammen. Ja, das sind doch drei erfreuliche Botschaften. Aber ich will Ihnen nicht verhehlen, jede dieser Botschaften hat auch einen dicken Wermutstropfen. Das Sinnesbehindertengeld steht jetzt seit Jahren auf der Tagesordnung. Sie sind ziemlich spät dran, auch im Bundesländervergleich. Zudem soll es nicht einmal ab Januar nächsten Jahres gezahlt werden, sondern erst ab April. Und ich weiß wirklich nicht, warum Sie jetzt noch so lange zögern. Sie könnten das Gesetz auch ruhig rückwirkend in Kraft treten lassen, aber das steht Ihnen offensichtlich nicht der Sinn dazu. Und bei den höheren Zuwendungen für die Kitas bin ich mal gespannt, wie viel ein Mehr an Landesmitteln es tatsächlich ist. Denn wir wissen doch, ähnlich wie bei den Krankenhausbeträgen, dass die schwarz-grüne Landesregierung sehr gerne auf das Geld setzt, was von den Kommunen kommt. Und auch gerade bei den Kitas wie bei den Krankenhäusern kommt halt wesentlich mehr Geld aus den Kommunen als aus dem Landeshaushalt. Natürlich nehmen Sie auch gerne die Bundesmittel mit, um Ihre eigenen Mittel schön zu rechnen. Aber auch wenn wir sagen, es gibt auch mehr Geld in der pädagogischen Arbeit, was ja sinnvoll ist, was notwendig und was dringend erforderlich ist, fehlt trotzdem immer noch eine Menge. Der Fachkräftemangel wird mit den 600 praxisintegrierten vergüteten Ausbildungsplätzen noch nicht beendet werden. Auch die mittelbare pädagogische Arbeit fehlt immer noch in ihrem Haushalt und Ihren Gesetzen. Und dem Ziel der Kostenfreiheit der frühkindlichen Bildung kommen wir mit diesem Haushaltsentwurf auch keinen einzigen Schritt näher. Der dritte Punkt war, Sie stellen zwar 1,7 Millionen € im Haushalt ein, um das Zukunftsprogramm Geburtshilfe voranzutreiben. Allerdings ohne konkrete Projekte. Meine Vorrednerinnen haben ja schon etwas dazu gesagt. Wenn Sie das aber tatsächlich damit begründen, dass im November der runde Tisch wegen Corona abgesagt werden musste, dann lässt mich das wirklich mit einem Kopfschütteln zurück. Meinen Sie nicht, dass eine Videokonferenz allen Beteiligten mal lieber gewesen wäre, als diese Hängepartie weiter durchzuführen? Meinen Sie nicht, ich meine ja gerade, anscheinend ja so zu sein, dass der digitale Notstand im Sozialministerium sehr groß sein muss, außer natürlich, wenn die ständigen und regelmäßigen Videopressekonferenzen des Ministers Klose ausgestrahlt werden. Dann scheint das auch zu funktionieren. Und das Gutachten, auf das Sie sich beziehen, liegt seit einem Jahr vor. Und das haben wirklich die in der Geburtshilfe Tätigen und die Schwangeren in diesem Land nicht verdient. Tun Sie endlich etwas, schieben Sie nicht weiter alles auf die lange Bank. Okay, viel mehr fällt mir jetzt nicht an Positiven ein. Und Sie sehen, die Wermutstropfen waren doch sehr groß in den Positiven. Lassen Sie uns mit der größten Lücke im Haushalt beginnen. Auch wenn Sie von einigen gelobt werden, dass Sie mehr Investitionen für die hessischen Krankenhäuser zur Verfügung stellen. Also mir fehlen noch immer fast 200 Millionen € jährlich an Investitionsmitteln. Das wäre der Betrag, den die Krankenhäuser tatsächlich bekommen, brauchen, den sie brauchen. Und wenn ich Sie da an Ihren eigenen Koalitionsvertrag erinnern kann, Sie haben versprochen, dass Sie sie bis 2023 vollständig gewährleisten wollen. Wenn Sie allerdings mit diesen Trippelschrittchen weitermachen können, dann muss 2023 noch in weit ferner Zukunft liegen. Und jetzt fangen Sie doch endlich einmal an, dieses Gap tatsächlich und entschieden zu verkleinern. Nein, Sie verharren weiter in Halbheiten. Und das ist wie bei anderen Bereichen auch. Corona-Tests für Kita-Erzieherinnen, aber nicht für die Erzieherinnen in der offenen Jugendarbeit oder in der Kinderarbeit. Tests für Pflegeeinrichtungen viel zu spät.
aber auch wieder nicht für alle, Freihaltepauschalen für die großen Kliniken, aber nicht für die kommunalen. Und selbst die neue Allgemeinverfügung haben Sie immer noch nicht veröffentlicht, die die kleinen Häuser schützen soll. Und ich hoffe, dass sie doch auf den Weg kommt. Auch Schwesterchen für Jugendherbergen und Tafeln, aber keine Perspektiven. Und Sie sind wirklich nicht in der Lage, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um tatsächliche Verbesserungen zu ermöglichen. Sie doktern lieber an den Symptomen herum, statt an die Ursachen heranzugehen. So kann man weder eine Pandemie besiegen noch einen vernünftigen Landeshaushalt aufstellen. Das zeigt sich auch in dem Bereich der Psychiatrie. Der Maßregelvollzug bekommt wieder einmal eine Aufstockung im zweistelligen Millionenbereich. Die ambulante Versorgung im psychiatrischen Bereich ist Ihnen lächerliche 400.000 € wert. Sie reagieren also erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn man wirklich heftige Maßnahmen ergreifen muss, statt präventive Mittel deutlich auszubauen. Und das ist doch der Irrweg. Ich höre noch Herrn Klose, wie er kurz nach dem Wallraff-Report über den Skandal in Frankfurt-Höchst mit vielen schönen Worten für eine bessere Psychiatrie geworben hat. Ganz still ist es um die Fragen inzwischen geworden. Nichts passiert. Das Ministerium weiß, dass es Grundrechtsverletzungen in der stationären Psychiatrie in Hessen gibt. Aber handelt es als Fachaufsicht? Nein. Herr Dr. Kirschenbauer, der von Ihnen eingesetzte Experte, hat wesentliche Änderungen in der Psychiatrie verlangt. Was haben Sie denn davon umgesetzt? Kaum mehr als ein paar Eimer Farbe für die Flure der Station D42 in Höchst. 400.000 €. Damit können Sie nicht einmal die Voraussetzungen für die dringend notwendigen und von allen erwarteten und schon im letzten Haushalt drinstehenden Krisendienste schaffen. Wir werden mit unseren Haushaltsanträgen deutlich machen, was wirklich in Hessen passieren muss. Und es wird Zeit, dass Sie Ihren Ankündigungen einen Maßnahmeplan für eine moderne, gewaltfreie Psychiatrie mit guten Arbeitsbedingungen folgen lassen. Es gibt noch unzählige Beispiele, meine sehr geehrten Damen, aber genau da passiert nichts. Ich will nur noch auf einen Bereich eingehen, aufgrund der Zeit. Auf den Bereich des Gewaltschutzes. Auch in Hessen gilt die Istanbul-Konvention. Ich weiß, Sie haben es schon einmal von mir gehört. Sie haben wahrscheinlich auch alle Fraktionen haben Schreiben von den Frauenberatungs- und Interventionsstellen bekommen und von den Frauenhäusern. Es ist klar, hunderte Frauenhausplätze fehlen. Es fehlt die vorgeschriebene Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Es fehlen die präventiven Maßnahmen, der Gewaltschutz und die Täterarbeit. Das ist alles vollkommen unterfinanziert. Und was ist Ihre Antwort im Haushaltsentwurf? Lächerliche 500.000 € Investitionsmittel, damit ein paar Räume barrierefrei umgestaltet werden können. Schämen Sie sich nicht nur auf Bundes- und kommunale Mittel zu verweisen? Und mich ärgert diese Ignoranz. Sie lassen damit die Menschen im Stich, die Opfer häuslicher Gewalt werden, und Sie lassen die Haupt- und Ehrenamtlichen im Regen stehen. Und das gilt für viele Bereiche dieses Einzelplans. Wir brauchen entschiedene Schritte, um ein sozialeres Hessen zu erreichen. Und damit, mit diesem Haushaltsplan, werden Sie keinen Schritt weiterkommen. Danke schön.